heute bei Infineon. In jedem zweiten Auto ist ein Mikrocontroller von Infineon. Habe mich hier zum einen mit der Firmenleitung unterhalten und mit dem Betriebsrat und habe wirklich nochmal spannende Sachen erfahren. Zum einen, wie richtig unsere Kritik an der Leiharbeit ist. Denn hier gibt es bereits 200 Leiharbeiter, wovon mehrere sogar 6 bis 7 Jahre inzwischen als Leiharbeiter eingestellt sind. Da kann man wirklich nicht mehr nur von Auftragsspitzen reden. Und ich bin auf ein weiteres Problem aufmerksam gemacht worden, nämlich das Problem der Sperrzeiten. Wenn in Zeiten von Personalabbau Beschäftigte sich bereit erklären zu einer freiwilligen Abfindungsvertrag, womöglich weil ihnen ansonsten sowieso Kündigung gedroht hätte, dann kann es passieren, dass sie mit Sperrzeiten belegt werden beim Arbeitslosengeld 1. Und es hat mich nochmal darin bestärkt, also das Gespräch insgesamt, sowohl das Thema Arbeitszeitverkürzung wie die Kritik der Sperrzeiten und der Leiharbeit im Bundestag reinzutragen.